Moin allerseits und willkommen zurück zu The Witcher 3. Und eigentlich wollte ich nach Skellige, um da die ganzen Fragezeichen abzuklappern, aber er hatte überhaupt keinen Bock, weil er so viel Wasser. Und das ist nervig, die ganze Zeit da mit dem Schiff durch die Gegend zu fahren. Vor allen Dingen, weil ich nämlich weiß, dass die meisten Klamotten, die da irgendwo in dem Fragezeichen nämlich vorhanden sind, entweder Kriegsbeute oder Schmugglerware sind. Das heißt also, mein Inventar wird sowas von überquellen, dass das krachen tut. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, weißt du was, gehe ich einfach nach Toussaint und Tourmente, so ein paar Fragezeichen abklappern, und ich habe da irgendwie währenddessen versehentlich zwei Quests quasi halb abgeschlossen. Ja, nicht halb abgeschlossen. Eine habe ich offenbar halb abgeschlossen und die andere, das ist eigentlich die, die ich ja jetzt machen will, die habe ich irgendwie so ein bisschen angekratzt. Was nicht unbedingt so schlimm war, das war nämlich nur Monsternest, was ich gefunden habe. Aber eine Stelle, die mir jetzt ein bisschen komisch vorkommt, ist jetzt diese hier, weil das hier ist irgendwie so ein kleines abbruchreifes Häuschen mit einer Leiche von irgendeinem Ritter und davor steht ein Mädel mit einer roten Kappe. Lasst mich! Lasst mich! Lasst mich! Okay, du sagst nichts Tolles, interessant. Vor allem, was mich ein bisschen wundert, warum ist das hier so etwas, naja, ganz leicht düster irgendwie? Ich meine, die Sonne knallt da bis zum geht nicht mehr eigentlich, aber hier ist es so leicht düster. Ist hier irgendwas? Okay. Ui, das war sehr viele Klamotten. Apropos viele Klamotten, ich habe so einige Stellen gefunden, wo ich eben genau auch so dermaßen viel an Klamotten bekomme. Ah, das lese ich jetzt mal nicht. Und nu? Finde ich übrigens nice, weil dass man hier so viele Klamotten bekommt. Oh. Ach, eine Bruxer. Okay, warte mal. Nee, davon will ich mich jetzt garantiert nicht treffen lassen. Nein, ich wollte irgendwie... Was will ich eigentlich? Kann ich einfach draufhauen? Ja, hau mal gegen die Luft. Habe ich ja grandios hinbekommen. Ich habe übrigens so ein ganz klein wenig hier meine Rüssel verzaubert. Ist ganz gut so. Weil ich ja mal gemacht habe. Jetzt komm mal her. Reicht nicht aus. Immer drauf da. Lass einfach mal den Papa hier alle kaputt kloppen hier, ne? Ich will dir nur eine neue Frisur geben. Was weißt du denn aus? Na geht doch. Jo. Oh, ja? Was war das denn? Schwarzes Blut. Ich hätte mir eine Fiole davon genehmigt. Ja, mache ich aber nicht, weil ich zu faul dafür bin. Aber immerhin, ne, man, ja, jetzt steht das Annehmen im Weg. Ja. Ich glaube, dieser Baum hat einen interessanten Hintern bekommen, plötzlich. Komm, Misch? What the fuck, was ist denn jetzt hier kaputt? Was zum? Sag mal, hat die Sonne hier plötzlich voll aufgedreht? Hat die Sonne jetzt plötzlich hier gesagt, hier, Leute, kommt hier hin, hier gibt's Expressbräunung vom Feinsten. Alter, ist das hell. Da kriegst du ja fast schon Augenkrebs. Oh, hey. Stopp. Ich glaub, ja, es wird wieder normal. What the hell? Was war das denn jetzt? Ich hab ne Bruxer platt gemacht und plötzlich wurde sie hell bis zum geht nicht mehr. Sag mal, Mädel. Hat dir gerade irgendwie die Sonne aus dem Arsch geschienen oder warum war das hier so hell? Na egal. Ich will ja jetzt eigentlich hier zu dieser eigentlichen Quest zurück. Schon toll, wenn man irgendwie vergessen hat, dass man irgendwo mitten in der Pampa ist und überhaupt nirgendwo ein verdammter Wegweiser war. Durfte ich erstmal quer durch die Pampa latschen. Gut, dass ich Plötze hab. Was ist denn hier so bei dieser Baustelle? Denn da wollte ich jetzt als erstes hin. Beeindruckend. Weiß ich nicht. Sag mal, was soll denn hier beeindruckend sein? Wo bist du gewesen, als die Vampire uns massakriert haben? Zu Hause. Vom Rechner. Und hab den Mist aufgenommen. Irgendjemand muss doch hier für YouTube festhalten, oder nicht? Verdammt. Sind das viele. Oha. Ja, das stimmt. Und wieder so ein verdammter Bogenschütze. Ich hasse die Bogenschützen. Wieso nach links? Ich bin nicht links. Ich hol mir erstmal den Bogenschützen. Ey, der ist ja ein Arbeiter.
Wieso Leichenflatterer? Ich bin doch hier nicht der Leichenflatterer, du bist hier der Bandit. Oh, geht doch, Kopf ab. Aua. Ich habe übrigens mittlerweile meinen Dingsbums hier. Dreierbonus von der Rüstung. Habe ich auch manchmal bemerkt, weil sich irgendwie... Da bumst mich einer quer. Ja, aber nicht ich. Dass ich irgendwie hin und wieder einfach mal wie aus dem Nichts Quen bekomme. Und zwar nicht aus dieser Verzauberung, sondern beispielsweise, wenn jetzt mein Quen ist, glaube ich, bei 38%. Ja, ist leider nicht irgendwie aufgetaucht, leider. Verdammt. Hin und wieder das vorkommt, dass einfach ich dann plötzlich wieder 100% von meinem Quen habe. Was richtig geil ist. Ich glaube, momentan müsste ich auch meine Chance auf 20% haben oder so. Und das dürfte mit jedem weiteren Ausrüstungsteil um 5% sich steigern. Das hieße also, ich könnte jetzt noch drei Teile? Nee, Quatsch, warte mal. Wie viele Teile habe ich jetzt noch zu machen? Hose und Stiefel? Ja gut, dann habe ich am Ende 30%, wenn ich mich nicht irre. Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Das war's? Mehr nicht? What? Ich glaube, das Interessanteste gerade an diesem Bild war dieser Hase. Naja, und jetzt Geralt. Geralt im Sonnenuntergang. Warum stehe ich denn wieder hier? Warum kann ich meinen Loot, den ich da hinten jetzt liegen habe, nicht mitnehmen? Super. Jetzt vergammelt mein Loot da hinten. Oh, jetzt ist das sogar weiter weg. Was haben wir denn hier wieder jetzt, hä? Was ist denn hier? Monster nicht? Auf jeden Fall irgendwas Tödliches. Ah ja, wieder Banditen. Wieder Banditos! Rette mich! Bitte, Herr! Ja, ja, mache ich ja schon. Sag mal, hat gerade der eine Bogenschütze da hinten seinen eigenen Kollegen da getroffen? Das ist toll, dass du das machst, also... Du bist langsamer als kalte Kacke, die bergauf rollt! Warum sollte Scheiße bergauf rollen? Was? Ich meine, ich kann nichts dafür, wenn du irgendwie an einem Berg bist und dann den Berg hochrollen tust, also, ne? Kann ich auch nichts dafür. Sag mal, wieso bekämpfen die sich gegenseitig? Ach so, das ist ein... Ach so, okay. Die einen sind die vom Wagen und die anderen sind die Banditen, okay? Das macht Sinn. Anders macht's keinen Sinn. Ey, den wollte ich töten. Och, Mensch. So, wer ist noch da? Da. Ich habe zwar jetzt kein X gedrückt, aber danke. Danke, Spiel. Nette Ansicht vom Gras. Gerne noch einmal. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Die Karre sah jetzt nicht so aus, als wären da irgendwie großartig Steine oder so vorhanden. Höchstens vielleicht Werkzeug. Wieso ist die Statue schon so groß? So groß war die Statue doch nicht! Was ist das denn hier für ein Baum? Und wieso kann ich hier nicht weiter an dem Lagerfeuer weitersaufen? Dolele, nächstes Monsternest! Nee, Quatsch, was ist das denn jetzt hier? Hilfe. Noch einfaches Ziel geht nicht, oder? Da. Da bin ich es gerade. Quen hat einfach sich wieder aktiviert. Geil. So will ich es öfter haben. Aber ich glaube, würde man jetzt beispielsweise eine 50%ige oder sogar 100%ige Chance haben, dass Quen immer aktiviert wird, wenn es aufgebraucht wird, ich glaube, dann wäre man unsterblich. Dann wäre man eigentlich unsterblich. Ich sollte mich umsehen. Wieso? Was ist denn hier? Ein totes Pferd. Verdammt, Plötze, ich habe deinen Kollegen gefunden. Gerissen. Jo, lass das Lea nicht Plötze sehen. Wieso sind hier so viele Spuren? Tiefe Spuren. Blut. Da wollte jemand nur noch weg.
Ja, ne? Pferde töten ist halt nicht gerade so der Tollste, wa? Die Spuren sind weg, aber da sind sie wieder. Wo sind die denn? Was machen die denn? Tun die gerade eigene Statuen bauen? Waldteufel? Ach, okay, du bist wie so ein Waldstaat, okay. Das war ein sehr menschliches Gesicht. Du siehst aus wie so eine Mischung aus Waldstaat und, Riese. Und auf jeden Fall nicht sehr viel, wenn man sieht. Der fuchtelt ein bisschen mit seinen Armen rum, das war's. Guck mal, ich hab ein Schwert. Aua. Oh, hui. Da ist was. Schöner Tanz. Was? Wie? Wirklich? Wo? Sind das die Wurzeln? Jo, das sind die Wurzeln. Kommt raus. Ich tue euch nichts. Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Naja, und Oregano sowieso. Fehlt ja nur noch die Birne, wa? Die krieg ich auch noch schnell hin. Lass mich raten. Das da vorne sind auch Banditen, wa? Oder sehr tote Banditen. Weil die bewegen sich nicht sehr viel. Okay. Oder schlafende Arbeiter. Das kann natürlich auch sein. Sag mal, Leute. Könnt ihr auch mal arbeiten gehen? Für was wird ihr eigentlich bezahlt, hä? Ist ja gar nichts. Ach so, ich soll die ganzen Leute hier wecken, ja. Mach auf. Aber wie sehe ich denn aus? Wieso denn wieder Hilfszivi oder was? Unser Retter. So, weil ich dich vom Schlaf gerettet habe oder was? Hey, mach auf. Was? Hey. Ja. Okay. Die würde ich ja nicht unbedingt gerne bei mir arbeiten lassen, aber okay. Ich nehme das mal mit, ja, das ist meine Bezahlung. Dafür, dass ich euch Idioten hier wecken muss. Muss ich dich auch wecken? Mach auf! Oh, echt jetzt? Ich muss sogar den Architekten wecken. Soll ich zufrieden lassen? Geh lieber dir an die Arbeit, ey. Lass mich zufrieden, Hexer. Bleib die Schnauze, das nichts zu sagen. So, wo ist denn auch hier einer? Sag mal. Ist der hier oben irgendwo? Hallo, hast du dich hier irgendwo im Gebüsch versteckt? Ich finde den nicht. Hä? Ja, ich. Excuse-moi. Komm schon, steh auf. Da war einer im Gebüsch. Ja, ich hätte auch einfach genauso gut ins Wasser reintreten können. Ich habe mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Ja, dann viel Glück beim Reparieren mit den ganzen besoffenen Idioten dort. Da ist also die Statue von Majoran. Und diese Musik war sowas von unpassend. Gib woanders hin, mit deiner komischen Theaterkunst. Scheiße da. Ich bin Hoflieferant der Herzogin persönlich. Und interessiert mich doch nicht. Juti, die Statue steht. Die nächste Statue soll die Statue von Pizza sein. Die will ich nämlich am nächsten haben. Auch weil ich eine Pizza haben möchte. Mach Platz hier. Wo ich denn als nächstes hin? Geh zum Vorarbeiter und hol dir deine Belohnung. Ach so, wie? Ich kann doch eine Belohnung abholen. Ja, warum sagt mir das keiner? Ach, darf ich ja extra hier über den ganzen See schwimmen? Ja, nee. Fluss, See, Wasser. Auf jeden Fall Wasser. Auf jeden Fall alles irgendwie ziemlich nass hier. Die Statue kommt mir irgendwie von der Haltung irgendwie bekannt vor. Oscar? Oscar, bist du's? Ich glaube, ich habe den Oscar gefunden. Ich habe mir einen Oscar gebaut. Geil. Ein Oscar mit einem Lappen drumrum. Wollte ich schon immer haben. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen vom Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier,
deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 800 Kronen wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Dann viel Glück. Leb wohl. So. Und weil ich dir jetzt geholfen habe, will ich nächstes Jahr eine Statue von mir sehen, ja? Am besten vierfach so groß wie diese hier. Und zwar hier mitten im See. Sofort. Fang an. Du scheinst diesem Gedanken nicht gerade abgetan zu sein. Gut, dann bis morgen, ne? Dann sprechen wir hier die Arbeitsvorkehrungen durch oder so. Ich muss woanders hin. Dann mach ich als nächstes. Okay, als nächstes tue ich erstmal den Berg runterrollen, weil warum nicht? Kann man ja mal machen. Ich glaube, ich würde als nächstes... Genau, ich würde ja hier Dingsbums hier, zu diesem einen komischen See, wo der geformt ist wie so ein Donut. Ne, die Insel meine ich, wie so ein Donut. Wo ich ja die eine Quest eigentlich nicht mehr machen kann, weil ich ja die eine Quest nicht abschließen konnte. Und ja, ne? Ich glaube, da werde ich als nächstes dann hingehen. Aber ich würde einfach mal sagen, bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.